Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir ein libanesischer Dip. Mhm. Ja. Und dieser Dip heißt Baba Ganoush. Also, die Dips in der orientalischen, libanesischen, türkischen, iranischen, irakischen Küche etc. und so weiter. Also alles, was so Richtung Orient geht. Ist das im Prinzip genauso, wie es in Italien, in Spanien, in Frankreich auch ist, eine Tür, ein Rezept. Die Basis ist immer gleich, aber es gibt Abwandlungen davon. So, die Basis bei Baba Ganoush ist immer Aubergine, Zitrone, Sesampaste, Knoblauch, Kreuzkümmel, Salz, fertig. Und Olivenöl. Wir erweitern das heute um ein wenig Joghurt, Petersilie, Koriander und ein wenig geräuchertes Paprikapulver. Einfach weil ich verrückt bin und das gerne esse. Wenn man jetzt, jeder, der schon mal eine Aubergine gegessen hat, und meistens ist es so, dass wir Deutschen in der Regel keine gute Beziehung zu der Aubergine haben. Eine Aubergine so aufgeschnitten und gebraten schmeckt für uns nicht. Also ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Mir schmeckt die einfach dann nicht so gut. Ungewohnt, ja. Ja, ich habe die nicht so gerne. Mhm. Wenn die aber zu dieser Paste verarbeitet ist, ist das ein Gedicht. Gerade, ne? Ja, ich finde auch so Auberginencreme für aufs Brot generell. Ja, das ist super. Ja, dafür, ja. Mega, oder? Voll. Ja, stehen wir drauf. Jetzt müssen wir aber diese schwarze Pelle hier runterkriegen. Und das geht diesmal nicht mit dem Trick von dem Kollegen Lafer, dass wir einfach Sparschäler nehmen, das Ding runterschälen. Weil wir müssen das ja auch gar haben. Ihr könnt die zu Hause auf einem Grill machen. Wenn ihr einen Holzkohlegrill habt, macht ihr einfach Holzkohle. Also ihr zündet die an, wartet, bis die glüht. Und dann schmeißt ihr die Dinger einfach so, wie sie sind, rein. Funktioniert wunderbar. Gasgrill ist klar, brauche ich nicht erklären. Schmeißt hier oben drauf und röstet das von allen Seiten so an, bis es schwarz ist. Also, ihr wisst, was ich meine, bis die Schale verbrannt ist. Wenn ihr einen Gasgrill, also wenn ihr eine Gasflamme zu Hause habt, so wie ich jetzt hier, dann legt ihr das einfach drauf und macht das an. Gleiches mit der anderen logischerweise. Der Druck ist da viel zu hoch, aber egal. So, das machen wir jetzt von allen Seiten und in der Zwischenzeit bereiten wir hier noch so ein bisschen was vor. So, ich habe hier Koriander und Petersilie. Stefan, sollen wir das lieber, es ist echt krass laut diesmal, ich weiß nicht. Das. So besser? Ja. So, also, ich habe hier Koriander und Petersilie, sowie Knoblauch und Zitrone und eine Chili. Das werde ich jetzt schon fein hacken, damit ich das gleich alles nur noch zusammenschmeißen muss. Dieses Gericht, ich weiß, dass da einige schon drüber nachdenken, wenn sie das machen, wie können die gleich eine Abkürzung nehmen, indem sie nämlich, das kann man nicht pürieren, sondern das muss gehackt werden. Habe ich mir auch gerade nochmal sagen lassen von unserem Mitarbeiter, der mir vorgeschlagen hat, das zu machen. Herr Verdauer, der muss es auch gleich probieren. Der will nie vor die Kamera. Nie. Hat das einen Grund, dass man das nicht pürieren darf? Macht das was mit der Konsistenz? Ja, es macht was mit der Konsistenz. Er sagte dann, es ist zu fein. Das ist nicht gewünscht. Ja. Okay. Ich dachte jetzt nur an sowas wie zum Beispiel Zwiebel pürieren, wird sehr bitter. Ne? So, dass es da vielleicht auch irgendwie noch ein Punkt ist, der damit reinspielt. Nee, das hat in dem Fall damit gar nichts zu tun, sondern das ist, hier geht es wirklich nur darum, dass es. Also da, das ist eine konsistenzielle Sache. Die Textur nur. Dann, ja. Genau. So, das hacken wir schön fein. Wenn wir das fein gehackt haben, dazu, zack, Knoblauch, ebenfalls hacken. Die erste kannst du schon drehen, oder? Die hintere? Bitte? Die hintere kannst du drehen. Ich sehe das nicht. Es riecht zumindest so. Kann man das auch, ich meine, gut, klar, irgendwann schon, aber besteht die Gefahr, dass man schnell zu lange drauf lässt oder hat man da relativ viel Spielraum? Ach, du hast da relativ viel Spielraum. Also du willst ja so einen gewissen Brandgeschmack von der, die Flamme erzeugt, da, den willst du ja auch haben. Ne? Soll ja so ein bisschen danach schmecken. Mhm.
Und um den noch zu unterstreichen, habe ich ja hier geräuchertes Paprikapulver. Ja. Ne? Also ihr hackt den Knoblauch so fein, wie es gerade eben geht. Ne? Irgendwann wird er so fein werden, dass man den dann mit dem Messer so halt runterstreichen kann. Ne? Wenn ihr sagt, ihr steht da drauf, dass das ein bisschen gröber ist, dann lasst den gröber. Aber ihr macht einen Aufstrich, ne? Dann kann das ruhig fein sein. So, schaut mal. So fein ist das nachher. Das geht mit rein. Der Saft einer halben Zitrone. Ohne Kerne logischerweise. Ne? Mhm. Die nehme ich jetzt runter. Den dann hier rein. Dann decken wir das ab mit Alufolie oder Klarsichtfolie. Na. Kriegen wir nämlich nachher die Haut besser ab und ne, das Fleisch besser raus. Ja, das ist auch eins von den Gerichten, ist halt, bis auf den Joghurt, ist halt vegetarisch oder vegan, wenn ihr den Joghurt weglasst. Das ist eins von den Gerichten, die halt von den Aromen leben, ne? Also die wir jetzt hier so in unserem Breitengraden in den Kombinationen eigentlich weniger kennen, aber trotzdem als wohlschmeckend identifizieren. Chili, habt ihr gesehen, ne? Da ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Das mache ich gleich rein. Ich mache jetzt schon ein wenig Kreuzkümmel dazu. Ich stehe auf. Das ist gar kein Kreuzkümmel. Gut, dass ich mal rein gerochen habe. Zimt? Nee, ist normaler Kümmel. Ah, okay. Das übrigens, das geht nicht, ne? Normaler. Nein, geht nicht. Kreuzkümmel. Hinein. Paprikapulver, geräuchert. Vorher drin riechen, ne? Muskatnuss. Hältst du? Jetzt brauchen wir nicht mehr dran riechen. Es ist ja beschriftet. So, Paprikapulver geräuchert. So, einmal durchrühren. So. Das ist jetzt hier, das, was man jetzt hier drin hat, ist der Grundgeschmack. Das hier. Das ist schon lecker. Ne? Also, ach, köstlich. Das hier braucht noch so fünf Minuten ungefähr. Dann nehmen wir das raus. Dann lösen wir das Fleisch aus der Aubergine raus, hacken das und geben das dann in die Schüssel. Also das braucht... Nochmal ganz kurz. Ja. Also insgesamt so ungefähr 15 Minuten einmal genau, stehen. Genau, richtig. Ne? Einfach, damit sich das leichter löst. Also es gart natürlich hier drin noch nach, weil das ist heiß. Ne? Es gart natürlich noch ein bisschen nach. Jetzt haben wir hier natürlich dann den großen Vorteil, wenn wir das alles schon vorher zusammengeben, dass sich die Aromen richtig lösen können. Ne? Weil entgegen der landläufigen Meinung ist es so, tatsächlich, wenn ich etwas Säure, Öl etc. und so weiter dazugebe, also Säure in Form von Zitrone und dann jetzt gleich noch etwas Öl dazugebe, dann lösen sich die Aromen besser raus. Weil es gibt tatsächlich öllösliche Aromen. Das ist verrückt, aber es ist so. Ne? Ein bisschen Olive Oil. Kennst du dieses eine Stunde lang Olive Oil von Gordon Ramsay? Nee. Ich kenne nur eine Stunde lang Billions and Billions von Donald Trump. Ja? Ja. Und eine Stunde lang Ente, Ente, Ente von Homer Simpson. Ja, okay, das ist der Klassiker, ne? Ja. Nee, aber Olive Oil von Gordon Ramsay, wo immer irgendwann vorgeschlagen habe, ich dachte, was hat der denn mit Olivenöl? Ne? Hast du dir dann aber auch ganz angeguckt, ne? Also es wird spannend ab Minute 46, weil dann fängst du wirklich das Lachen an. Ja. Also du fängst schon nach 5 Minuten an zu lachen, weil es einfach, ja. Das Lachen verändert sich auch mit der Zeit. Ja, es wird wahnsinniger mit der Zeit, ne? Okay, also wir brauchen jetzt hier noch ein paar Minuten. Wir holen uns einen Kaffee. Für euch ein Fingerschnippen, für uns eine Tasse Kaffee. Bis gleich. So, packen wir das mal aus hier. Da sind sie. Stellen wir es mal zur Seite. Das soll ich mal zeigen. So sehen die aus.
Und jetzt kann man die Haut da so runternehmen. Wie bei einer Paprika halt auch, ne? So. Das wollen wir auch. Wir wollen die Haut jetzt hier abziehen. Das mache ich aber jetzt hier drin besser, damit das Brett nicht versaut wird. Also ich schäle die jetzt einmal hier. Dann wird das gleich fein gehackt. Nicht püriert, wohlgemerkt. Nicht püriert. So, da sind wir. So sieht das alles aus. Wenn da jetzt noch so grobe schwarze Stücke von der Schale dabei sind, die müsst ihr natürlich entsorgen, ne? So. Guck mal, an der hinteren, da ist auch noch eins. Da. Genau. So, aber ansonsten sieht das gut aus. So. Jetzt wird das durchgehackt. Und es ist wirklich so, ich habe das ja gerade schon gesagt, es muss gehackt werden. Ab jetzt geht das schnell, ne? Also wenn ihr das einmal alles fertig habt, dann geht es jetzt darum, nur noch das zu hacken. Und dann anschließend damit den restlichen Aromen zusammenzubringen. Aber ist schon so, dass man das jetzt so weit hackt, dass man jetzt so die Stücke an sich nicht mehr erkennt? Oder sollen die schon noch an sich erkennen? Ja, so ein bisschen werden sie zu erkennen sein. Die Sesampaste besorgt das gleich, dass das so eine richtige Masse wird. Ne? Ja. Und der Tipp mit dem Joghurt, der kam von unserem Herrn Fadawi, der also dann gesagt hat, dann hast du eine schönere Farbe. Dann ist das nicht so grau. Ne? So. Ich lasse das jetzt so, weil ich finde, das ist gut so. Aber es hat auch was Meditatives, ne, Stefan? Möchte ich mal eben sagen. Sprach er und machte weiter. Ja. Ich finde, das ist auch ganz, das ist recht angenehm. Jetzt reicht es. Es reicht jetzt. Wir rühren das schon mal unter. So sieht das jetzt aus. Das riecht, guck mal, wie sich die Farbe jetzt schon verändert. Jetzt ist das so grünlich. So finde ich, riecht das schon fantastisch. Jetzt kommt Tahina dazu. Sesampaste. Die ist sehr weich. Schaut mal. Die Menge ein, also pro Aubergine nehme ich jetzt einen Esslöffel, ziehe die noch da durch. Ja, siehst du das, wie sich die Konsistenz jetzt verändert, Stefan? Ja. Eine kleine Spur Joghurt. Ich habe jetzt hier griechischen Joghurt. Ich finde den einfach besser. Ich mag den lieber. Ein Löffelchen dazu, einfach nur für die könnt ihr jetzt natürlich auch noch feiner hacken, wenn ihr das möchtet. Ne? Aber mir reicht das so. Ich probiere jetzt einmal wegen dem Salzgehalt. Brauche ich gar nicht probieren, wir haben kein Salz dran. Ne? Null. Oh. Ohne Salz schmeckt das nicht. Da muss mehr Zitrone dran. Also der Saft einer ganzen Zitrone ist da jetzt dran und ein Kern, den natürlich nicht. Once again. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt holen wir uns ein Fladenbrot, Stefan, und ziehen wir uns damit zurück. Sehr schön. Frag mal den Herrn Fadawi, ob der probieren will. Ja. Ich habe nur mit Messer gemacht. Aubergine hat keine Kraft, die Schnädler, die okay. Hat mit Messer. Ja, okay, also probieren. Ist das dein Ernst? Du nimmst mehr. Ist lecker. Säure, Aroma, orientales Aubergine, von Geruch gegrillt oder... Passt.
Passt. So lassen. Gut. Wenn deine Mama das jetzt kriegen würde, würde sie sagen? Top. Top. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Okay. Alles klar. Ihr habt's gehört. Ich habe Absolution bekommen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.